Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir in dem kleinen Stützpunkt hier vorne, der jetzt gerade keinen Namen hat, ein paar Quests angenommen. Eine davon war, dass wir hier die Banshees getötet haben und hier unten diese eisberührten Erdwüter töten müssen, um jetzt Kieselerde von ihnen zu sammeln. Wir haben jetzt gerade mal eine Kieselerde, haben aber schon viele, viele von ihnen getötet. Das ist traurig, aber wir können die hier so ein bisschen mit Bergbau bearbeiten und dann gibt es so graue Items. Die bringen sicher wieder gut Gold im Auktionshaus, nicht im Auktionshaus, sondern beim NPC. Ist ein kleiner Trost, aber gut. Mal gucken. Mal gucken, wie lange diese blöde Quest hier dauern wird. So, du darfst mal kommen. Dann darfst du auch mal kommen. Und dann kriegst du mal noch die Waffe an den Kopf geschleudert. So, mal gucken, was wir aus den dreien rausbekommen. So, dala. Mal gucken. Ja, zwei Kieselerde. Kann man auf jeden Fall mit leben. Benötigt Bergbau 385 WTF. Wie viele haben wir denn? 366. Oh, ich muss, glaube ich, irgendwann mal noch Bergbau skillen. Aber warum kann man denn manche mit einem niedrigeren Skill abbauen und manche nur mit einem höheren Skill? Sind das zwei verschiedene? Ne, ihn können wir auch nicht abbauen. Okay, komisch. Komisch. Kommst du mal ran, mein Freund? Dann würde ich sagen, kriegst du noch eine Waffe an den Kopf und dich stürmen wir mal an. So. Und ich sehe gerade, wir haben die 16.000 Leben geknackt. Das ist ja schön. So, wunderbar. Und uns fehlt immer noch eine Kieselerde. Eieieiei. Also die lassen das echt teilweise sehr selten droppen. Das ist schade. Eisberührter Erdwüter. Sind das zwei verschiedene? Nee, das sind die gleichen. Aber vielleicht hat das was mit dem Level zu tun. Der ist zum Beispiel Level 74. Wenn es zum Beispiel Level 75 fähig ist, dass man das vielleicht erst später abbauen kann. Genau, ihn können wir abbauen. Naja, soll uns nicht interessieren. Wir haben auf jeden Fall die 6 Kieselerde zusammen. Und können dann auch wieder zurück. Kreuzfahrer Darget und Burr. Wieso haben wir denn die vorhin nicht gesehen? Wollen wir die nochmal ganz kurz suchen, bevor wir die Quest abgeben? Mit dem einen hier hinten in dem Säurebad haben wir ja schon geredet. Also Darget soll ja tot sein, das hat uns der andere schon erzählt. Da müssten wir irgendwo zumindest mal seine Leiche finden. Das ist aber irgendwie auch nicht unbedingt der Fall. Nee, hier ist auch keine Leiche. Komisch. Vielleicht hier hinten? Glaube ich aber nicht. Wir haben ja gerade hier die Banshees getötet. Die hätten wir eigentlich gesehen. Na, schauen wir nochmal ganz kurz hier hinten. Was haben wir da? Ah, Talandras Rose. Sehr schön. Schaut's eigentlich mit Kräuterkunde aus. 450 von 450 könnte ich eigentlich auch mal lernen. Da können wir eine Erde, Äonenerde draus herstellen. Essenz einer Banshee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir fix die Quest ab und dann gucken wir mal. Wobei das mit Darget und Burr. Da haben wir noch was. Was ist das? Wo? Da, wieder Talandras Rose. Eieiei, also ein Suldrak gibt es scheinbar wirklich sehr, sehr viel von dieser Talandras Rose. So, schauen wir mal, dass wir nicht allzu viele Banshees anlocken. Hier vorne war das, gell? Genau. So. Gaimas Rettung. Ohne die Verflüssiger und Stabilisatoren werde ich nie den Sprengstoff herstellen können, den wir benötigen, um euren Freund aus seinem Gefängnis zu befreien. Ja, bitteschön, hab alles eingesammelt. Glücklicherweise haben wir genug Sprengstoff gehabt. Die riesige Zephyrium-Ladung herzustellen sollte dank der Materialien, die ihr mir gebracht habt, kein Problem mehr darstellen. Wunderbar. Unsere einzige Hoffnung. Das, was ich euch gleich geben werde, nennt sich Zephyrium. Die Substanz ist hochexplosiv und weist einige besondere Eigenschaften auf. Dank seiner Formbarkeit werdet ihr die Scharniere und Spalten füllen können und so maximalen Schaden anrichten. Kehrt zu eurem Freund zurück und benutzt die riesige Zephyrium-Ladung, um ihn zu befreien.
Hoffen wir, dass er seinen Teil der Abmachung einhalten wird. Er ist unsere einzige Hoffnung. Alles klar dann. Ab zu Geimer. Mal gucken, was der dicke Mann hier für uns erledigen kann. Beziehungsweise wie er uns behilflich sein kann. Jetzt hat uns die Banshee angegriffen. Eieieiei. So, alles klar. Wunderbar. Okay, er frisst unser Herz. Sehr interessant. So, quatschen wir mal mit ihm. Freiheit, ihr habt keine Angst, meine Kleine. Geimer ist ein ehrenhafter Riese. Ich wünsche genauso wie ihr und euer Volk, dass die Geißel aus diesem Land vertrieben und der Lichtkönig vernichtet wird. Ich werde euch, wie versprochen, so gut wie möglich helfen. Alles klar, die Rache des Sturmkönigs. Der Lichtkönig hat mein Volk dezimiert. Nun verwendet die Geißel die Leichen von Sturmriesen, um daraus entweder hirnlose Fleischriesen zu erschaffen oder noch Schlimmeres, zusammengeflickte Monstrositäten wie Trümmen. Ich werde vor nichts zurückschrecken, um dafür zu sorgen, dass sie alle von dieser Welt getilgt werden. Zusammen werden wir die Diener der Geißel vernichten, die Suldrak bedrohen. Wir werden sie alle töten, Navarius, Alga und Trüm. Wenn ihr bereit seid, dann lasst es mich wissen und wir werden unsere Zerstörungsreise antreten. Sprecht mit Geimer, um auf ihm zu reiten. Sehr schön, erstmal 100 Diener der Geißel töten. Dann würde ich sagen, wir sind ready. Ich bin soweit, Geimer, auf geht's. So, das schaut doch schon mal gut aus. Was haben wir für Angriffe? Wir können einmal zerkrachen und den Boden angreifen. Einmal brüllen, ohrenbetäubendes Brüllen, das alle Feinde zurückstößt. Sehr gut, können wir ein bisschen rauszoomen. Naja, nicht so wirklich. Na gut, dann müssen wir da so ein bisschen mit klarkommen. Was haben wir noch? Geimers Griff. Geimer greift sich einen Vargul in Reichweite und benutzt ihn als lebende Waffe. Auch nützlich, um sich Sturmwolken zu greifen, mit denen Geimer seine Gesundheit und Energie wieder auffüllen kann. Alles klar. So, machen wir das mal so. Und wir brauchen scheinbar Energie für unsere Angriffe. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal so eine Sturmwolke hier und heilen uns. So, mal gucken, ob das hinhaut. Ja, wir haben uns geheilt. Sehr schön. Jetzt müssen wir 100 Viecher töten. Ich würde sagen, wir sammeln einfach mal ein bisschen. So, kommt mal alle mit hier. Ja, das macht ihr schön. Das macht ihr schön. Kommt mal alle her zu Papa hier. Und dann greifen wir mal hier ordentlich nach vorne an. Pam, pam, pam. Was ist das hier? Geimers Wurf. Wirft einen Vargul, den Geimer in seiner Hand hält. Explodiert beim Aufschlag. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Also wir können uns, wie gesagt, heilen, wenn wir diese Sturmwolken benutzen, von denen ich jetzt leider gerade keine sehe. Und die Kamera ist halt ein bisschen blöd, aber na gut. Was war Sturmfuror? Verursacht der körperliche Schaden um 50% erhöht. Okay, Angriffstempo um 100% erhöht. Das ist geil, das ist sehr, sehr geil. Zerstören wir einfach mal alle, die wir hier finden. Pam, pam, pam. So, sehr gut. Den Rest stoßen wir mal zurück. Und dann können wir, denke ich, auch die Quest irgendwie abgeben. Ich weiß nicht, wo wir die abgeben werden. Mal gucken. Die können wir gar nicht abgeben, okay. Müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie flüchten. Alga den Auserwählten und Trüm töten. Okay. Was ist das? Irgendjemand da unten schreit. Ach nee, das ist Geimer. Okay. Dann würde ich sagen, heilen wir uns erstmal und dann kümmern wir uns mal um die großen Bosse. Irgendwie kommen wir hier nicht durch. So, jetzt. Sturmwolken brauche ich. Wo gibt's Sturmwolken? Da vorne habe ich eine Sturmwolke gesehen. Alter, jetzt hängen wir hier im Baum fest. Wahnsinn. Da kommen wir hier rüber? Nö. Na, das hat halt auch seine Nachteile, wenn man so ein großer, dicker, fetter Riese ist. So, nehmen wir mal die Sturmwolke, heilen uns mal. Heilt er sich komplett? Tatsächlich, sehr schön. Dann würde ich sagen, greifen uns mal so einen Boss, kommen wir hier drüber. Mann, bleibt da doch nicht hängen, Wahnsinn. Na, mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Ja, ja, alles klar. So, hier vorne ist schon unser Freund. Prinz Navarius. So, greifen wir die mal ganz flott an.
So, ein bisschen zurückschleudern. Müssen natürlich auch gucken, dass wir nicht allzu viel Schaden fressen. Aber Prinz Navarius ist gleich Geschichte. Das ist sehr schön. Sehr gut. Töten wir noch die einzelnen Viecher hier, dann passt sich das schon. Uiuiui, die machen jetzt gerade richtig Schaden. Stoßen wir die mal zurück, warten wir ganz kurz. So, alles klar. Nehmen wir mal so einen als Waffe und dann schlagen wir mal damit zu. Das tut, glaube ich, ordentlich mehr weh. Wow, jetzt kommen hier aber gerade richtig viele Viecher. Ich will eigentlich nicht Trüm angreifen. Uiuiuiui, greift uns Trüm jetzt an. Eieiei, wir brauchen eine Sturmwolke, wir brauchen eine Sturmwolke. So, greif die Sturmwolke, greif die Sturmwolke, greif die Sturmwolke. Ja, das machst du gut. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr Sturmwolke essen. Komm schon, das kriegst du hin. Wunderbar. Und es greift uns tatsächlich Trüm an. Wahnsinn. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir fressen richtig viel Schaden. Halten wir mal Ausschau nach einer Sturmwolke. Und wir können gerade schneller angreifen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, dass die Quest nicht fehlschlägt, wenn wir wenn wir mit Trüm, mit Geimer sterben. Ne, wir fressen extrem viel Schaden. Aber Trüm ist, glaube ich, gerade gestorben. Super, dann suchen wir ganz fix eine Sturmwolke. Irgendwie. Irgendwo muss eine Sturmwolke noch sein. Eieieiei, so wenig Sturmwolken hier. Aber Trüm haben wir getötet, es fehlt eigentlich nur noch Algar. Da vorne haben wir eine Sturmwolke, sehr schön. Werfen wir den mal weg. So, da haben wir eine Sturmwolke, genau, sehr gut. Nehmen wir die mal an uns. So ein bisschen heilen. Ja, das schaut doch gut aus, sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Quest. Muss man den Entwicklern lassen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo Algar ist. Algar ist da vorne. Alles klar, dann können wir ja da schon mal hinlaufen. So, die können wir hier währenddessen noch mal ein bisschen zurückstoßen. Algar ist wohl hier in der Mitte. Nee. Wo ist denn Algar? Er sagt uns, dass Algar hier ist. Ja, ja, friss unser Herz. Da habe ich kein Problem mit. Ist das Algar? Tatsächlich, wie, holen wir den mal ran. Ah ja, er greift uns schon an. Okay, sehr gut. Der hat ja Gott sei Dank eh nicht so viel Leben. Ist aber Stufe 78. Das heißt, er kann uns schon gefährlich werden. Winzige Kreaturen, ich zerstampfe euch. Und wir brauchen gleich wieder eine Sturmwolke. Halten wir mal Ausschau. Da hinten sehe ich eine. Müssen wir halt auch nochmal ganz fix hinkommen. Heben wir mal so einen Gegner auf und dann greifen wir mal mit dem an. So, und jetzt ab zur Sturmwolke. Wo war die denn? Ich komme nicht hoch. So, werf den mal weg. Dann greifen wir hier die Sturmwolke. Hallo, greif doch die Sturmwolke. Oh, Geimer, du bist manchmal echt ein Vollhorst. Greif doch einfach die Sturmwolke. Wahnsinn. So, jetzt heilt er sich. Eieieiei, der ist echt so ein bisschen blöd zu steuern. Aber da hinten haben wir noch eine Sturmwolke. Wenn es böse werden sollte. So, erstmal alle wegstoßen, dass die keinen Schaden mehr machen. Ich würde sagen, wir greifen uns die Sturmwolke hier hinten. Lassen wir uns wieder ordentlich heilen. So, sehr gut, jetzt haben wir wieder volles Leben. Also irgendwie haben wir die 500 oder 600.000 Leben von Trüm deutlich schneller auf Null gebracht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Kann sein, dass wir den nicht treffen oder so. Also Algar nicht treffen. Na, aber wir haben es ja gleich. Sadala.
Wo sind denn die ganzen Gegner? Ich sehe die nicht. Einmal wegstoßen und tschüss. Ich würde sagen, wir gehen zumal schnell zu unserer Basis, wo wir dann die Quest abgeben werden. Fuck, hier kommen wir nicht durch. Hä, ich laufe hier gerade vollkommen in die falsche Richtung. Ach so, hier hinten müssen wir lang, okay. Mal gucken, ob wir noch eine Sturmwolke finden. Und wir haben Debuff drauf. Erhöhte erlittene Schattenschaden um 25%. Eieiei. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt von ihm quasi abmounten können. Hier hinten ist, glaube ich, ein guter Ort. Schauen wir mal. Ich hoffe, die anderen greifen uns jetzt nicht an. Okay, die waren nur in dieser Phase, wo auch er vorhanden war. Sehr gut. Wo geben wir die Quest jetzt ab? Die geben wir wahrscheinlich die Rache des Sturmkönigs. Tatsächlich. Das war die, oder? War das die? Ja, tatsächlich. Okay, dann geben wir die Quest noch in der Folge ab. Beziehungsweise geben wir die erst in der nächsten Folge ab. Aber wir werden schon mal hinfliegen. So, da vorne ist auch schon die Basis. Vorsicht vor dem Banshee, die uns gesehen hat. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sadala. Sehr gut. So, bevor wir die Quest abgeben und womöglich eine Folgequest dafür bekommen, würde ich sagen, bedanke ich mich mal wieder fürs Zugucken. Das geht jetzt gerade schlecht. Versuchen wir das mal hier. Ja, hier geht das. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten. Über Kommentare freue ich mich ebenfalls. Und bedanke mich fürs Zugucken. Bis morgen. Ciao.